Meine lieben Zuschauer, das lange Warten hat ein Ende. Da ist es, das GTA 5 für den PC. Am 17.09.2013 kam mein erster Part zu dem Spiel auf der PlayStation 3. Da haben wir danach 215 Story-Parts gemacht, fast 100% gemacht. Wir haben GTA Online-Videos gemacht, wir haben lange gewartet, jetzt ist es endlich da. Es ist 20 vor 3, mitten in der Nacht. Morgen kommt das Spiel offiziell raus. Und ich nehme jetzt die ersten Parts für euch auf. Lange gequatscht wird nicht. Ich habe schon einen kleinen Grafiktest gemacht mit Benchmark. Das Video kommt auch online. Entweder ist es schon online oder es kommt noch online. Und wir spielen also mit 1080p auf Ultra mit 60 FPS mit Facecam. Ich werde eine Mischung machen aus Controller, Gameplay und Maus und Tastatur. Und der Plan ist, 100% zu machen. Das haben wir nämlich auf der PS3 nicht geschafft. Da haben wir 99, noch was gemacht. Dann war eine Mission verbuggt. Wir wollen aber jetzt 100% machen. Und das am besten in der Ego-Perspektive. Mehr gibt nicht zu sagen. Das PlayStation 3-Projekt war mein Geistesprojekt auf meinem Kanal. Und ich hoffe, dass wir denselben Spaß auf dem PC erleben werden. Vielleicht ja sogar noch mehr, wenn ihr mit dabei seid. Viel Spaß! Get out of there! All right, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Finally! So, damit sind wir schon im Spiel in der ersten Mission. Also wir spielen ja ganz normal die Kampagne. Es werden auch GTA Online-Videos kommen und Livestreams und sonstige Videos. Aber wir spielen natürlich auch nochmal die Kampagne, wie gesagt, 100%. Und ich werde jetzt erst einmal mit Maus und Tastatur spielen. Ich habe die Controller erstmal zur Seite gelegt, weil ich das mal machen möchte. So, begib dich zur Wache. Hands right your back. Oh, just come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. I'll do it. Oh, God. Get in there. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Pay attention. Ziel auf die Geiseln, damit sie sich in Bewegung setzen. So, los. In the back. Come on. What's he doing? Los, bewegt euch. He's gonna kill us in here. Leave us alone. We didn't do shit. Komm, ab nach hinten mit dir. All set. Phone it in. I'm calling it. So, wir zünden mal eben. Woo, holy moly. Der sah gut aus. All right, we gonna do this? So, los geht's. Maus und Tastatur, ich habe jetzt nicht geguckt, wie es sich steuert, aber es steuert sich so, wie man denkt, dass es sich steuert. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Und, ja, funktioniert so, wie man es eben erwartet. Insofern, aber warte mal, wie ging das denn nochmal? Ich hab's erst einmal durchgespielt. Wir sollen das Geld einsammeln, natürlich. Her mit den Moneten. 95.000 haben wir, 179.000 haben wir, los. Jo, ich würde sagen, wir hauen ab. Ah, shit. I saw your face, I'll remember you. You forget 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? I seen his eyes. He's crazy. L alt gedrückt halten. Um F1 aufnehmen. Okay. Moment, so. Jetzt, okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Be cool. Bam. He didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Alter, okay. Also jetzt sollte ich nämlich gerade natürlich wechseln hier und sprinten und sowas erklärt sich alles von alleine. Meine Güte, kann das gut aussehen. Q, um in Deckung zu gehen. Okay. I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourselves. Okay. Zünder ist dran, beziehungsweise Bombe ist dran. Die Tür ist auch offen, würde ich sagen. Oh, fuck, you hear that? Sirens. Fuck the cops. T, hit the shutter switch. What's this? Local resistance? It ain't supposed to go. So, jetzt spielen wir gerade als Trevor und da kommen die Cops. Und ich wechsle direkt mal auf die Ego-Perspektive. Zum allerersten Mal. Ich habe noch nie mit der gespielt. Oh mein Gott. GTA 5 in Ego-Perspektive. Wie geil ist das denn, Leute? Mit Maus und Tastatur. Oh mein Gott. Ich liebe es jetzt schon. Ich glaube, ich werde so viel Spaß haben im Let's Play. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ganz ehrlich, ich habe es schon gesagt. Auf der PlayStation 3 war das das krasseste Projekt, was es hier auf meinem Kanal gab. Mit den meisten Videos, mit den meisten Klicks, mit den meisten neuen Abonnenten und es war Hammer. Und das kann eigentlich nur noch geiler werden, oder? Ah, das ist geil mit der Ego-Perspektive. Okay, halte, nee, was soll ich wieder wechseln? Ich kann auch auf Michael wechseln, denke ich, genau.
Okay, da kommen noch mehr Cops. Beziehungsweise halte, warte mal, tippe L-Tab an. Okay, damit komme ich direkt zum wichtigsten Charakter. Okay, gut zu wissen. Jetzt sind wir Michael. Ich glaube, meine Kollegen haben mich gerade angeballert. Jungs, benehmt euch. Okay. Also wie gesagt, der Plan ist 100% und in Ego-Perspektive, wenn ich dann mal beim Autofahren oder Fliegen aus der Ego-Perspektive rausgehe, kann gut sein, aber ich spiele ja gerade zum allerersten Mal in der Ego-Perspektive. Ich habe auch nicht vorgespielt, wir machen das gerade zusammen. Ich habe nur geguckt, ob es läuft im Benchmark und es läuft. Und ich muss sagen, die Ego-Perspektive gefällt mir auf den ersten Blick richtig gut. Das bockt. Man würde jetzt denken, okay, das ist ja gar nicht mehr das GTA-Gefühl, was man eben hat, weil GTA war immer eben sowas. Aber ich find's geil in der Ego-Perspektive, mir gefällt's. So, wo ist da noch einer? Da hinten irgendwo. Ah, da hinten am Auto. Yo, Hammer. Okay, weiter. Wir sind ja hier in Ludendorff. Schön alle direkt aus dem Auto rausballern. So, da ist ein Jeep. Komm, nehmen wir den. Oh, Leute. Ey, man muss sich... Ich weiß, wir sind gerade mitten im Überfall, aber man, es sieht so schön aus. Jeez, what took you so long? Shut the fuck up and drive. Woo! Did you see that shit? Ich würde sagen, wir hauen ab. That bitch's face against the glass. Did you see that? Yeah, you're a real stout. Oh yeah, Ego-Perspektive im Auto. Auch jetzt gerade wieder mit Maus und Tastatur. Ich könnte aber jetzt, glaube ich, auch flüssig auf den Controller wechseln. Mal gucken. Ja, kann ich. Und das fährt trotzdem. Ganz ehrlich, ich habe es ja auf der PlayStation 3 durchgespielt, die Story, aber erst einmal. Und das ist, wie gesagt, 2013. Das ist lange her. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Story ging. Deswegen, okay, aber eine Sache meine ich mich daran zu erinnern. Nämlich, dass es hier irgendwie auf der Karte ein Easter Egg geben müsste. Und das wollte ich immer mal gezeigt haben, habe es aber nicht gemacht. Jetzt gucke ich mal, ob ich das finde und ob ich das jetzt zufällig mal zeigen kann. Pass auf, wir gucken mal. Wir müssen hier von der Straße runter. Wartet mal. Wir gucken mal. Wir fahren hier mal so ein bisschen durch den Schnee und gucken mal, ob wir das Easter Egg finden. Ich glaube, man konnte hier irgendwo in dem Fluss was finden. Oh mein Gott, nicht, dass ich das Auto jetzt hier kaputt mache. Also wir fahren hier über den zugefrorenen Fluss und wir müssen, glaube ich, zu der Brücke. Man, I thought this score was supposed to be an easy take. Ist das herrlich, ey. Get back on the track. Yeah, I hear you. We gotta follow the plan. Everything will work out. Jo, da ist es. Ich hab das Easter Egg gefunden. Also, wenn man hier unter der Brücke, da findet man einen Alien, der eingefroren ist. Seht ihr den? Da. Jawohl, da habe ich den auch mal gezeigt. Den wollte ich immer zeigen, den Easter Egg. Ah, jetzt, ja gut, die Mission ist fehl scheint. So gut fängt man an, aber den Easter Egg, den habe ich immer mal zeigen wollen und ich bin nie dazu gekommen. Und dann dachte ich mir, wenn ich mal irgendwann auf dem PC GTA 5 spielen werde, dann zeige ich den Easter Egg. Jetzt habe ich ihn gezeigt. So, jetzt können wir auch fahren. Ich fahre jetzt mit Controller und Außenperspektive. Richtig schön GTA-Feeling hier. Aber wie gesagt, wir werden vieles in Ego-Perspektive machen, aber beim Autofahren, Fliegen und so werde ich sicherlich immer mal wieder auf die Außenperspektive wechseln. Einfach auch, um mir diese Schönheit anzuschauen und solche Sachen. Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it. Mike! Shit! Okay, wir wollen nach rechts. Straßensperre. You guys all right? Fuck! Come on! Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. Ah!
The fucking bed! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here! Fuck! I'm hit! Oh, Jesus! Key, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be... fucking gonna bleed out! Go! No! Come on! Nein, Trevor lässt sich das nicht bieten. Warte mal, ich wechsle wieder auf die Ego-Perspektive. Okay, und los geht's. Na, Cops, was kann ich für euch tun? Oh mein Gott, ist das geil. Herrlich. Ihr müsst euch ja auch denken, weißt du, die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon mal auf der Xbox One oder PlayStation 4 gespielt. Aber für jemanden, der wie ich nur PlayStation 3 gewohnt ist, ist das gerade ein wahrer Augenschmaus. Ein Traum ist das. Und ich glaube, das könnte mein neues, absolutes Lieblingsspiel werden. Hey, du! Du, hey! Guys, don't shoot! Oh, where's the chopper? I don't know, but you're talking to me! Fucking stay back! You come near me, she's fucking dead! Stay back! Not always a good husband. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I didn't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. We'll be right back.
Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in there. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Come on. So, also ich werde immer wieder wechseln zwischen Außenperspektive und Innenperspektive. Oh, süßes Kätzchen! Naja, ich wechsle immer wieder zwischen Ego und Third-Person-Perspektive, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Ich erinnere mich an die beiden süßen Karren hier, die wir für Simeon zurückholen wollen. Wir müssen wählen. Ich habe damals, glaube ich, den neuen F-Cabrio genommen, weil ich den geiler fand. In weiß, und deswegen nehme ich jetzt diesmal halt den roten hier, auch wenn ich den weißen immer noch geiler finde, aber dann hat man mal ein bisschen... Und Abwechslung, ne? Big dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie? Oh, yeah. Man, this motherfucker got robo-roof and everything, nigga. He should have paid the Nizzo. Man, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, bro. Like for sure, homie. Los geht's, ab auf die Straße. Schön in Ego-Perspektive. Meine Güte, sieht das nicht einfach nur geil aus? Hupen geht auch, oder? So, ab nach rechts. Fahr lieber vorsichtig mit der Karre, mein Lieber. Hey, remember, we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. Was ist das für eine Taste da? Homie, I'm good. You little dick niggas do like them little. Was für eine Taste soll das sein? I heard you talk, homie. You big heavy. So, ich habe mal kurz in die Tastenbelegung reingeschaut. Jetzt habe ich eine Spezialfähigkeit ausgewählt. Und jetzt können wir also auch Franklins Spezialfähigkeit benutzen. Sogar in der First-Person-Perspektive. Ziemlich cool. Woo! Okay, das Driften ist ein bisschen lustig damit. Aber ich fahre auch gerade mit Tastatur. Das ist nicht so einfach. Oh, shit, Kollege! So, schön hier durch das Filmstudio heizen. Oh, oh! Oh mein Gott, ich habe einen überfahren. Sorry! Okay, Ego-Perspektive funktioniert. Oh! Lamar, fahr! Sieht das Hammer aus! Meine Güte! So, ich benutze mal ab und zu die Spezialfähigkeit. Müssen wir gar nicht, aber können wir. Boah, Kollege! Wow, ich liebe diese Hubbel. Du denkst links? Na gut, dann fahren wir links. Hey, Lamar, das bin ich! Pass auf! Hey, screw you too, homie. Oh, Leute, ich weiß noch, wie ich damals am Anfang in den ersten 10 Parts auf der PlayStation 3 komplett gehypt war, weil ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Jetzt werde ich wahrscheinlich die ganzen ersten Parts komplett gehypt sein, weil ich es mit Ego-Perspektive und auf dem PC zocken kann. Aber hey, ist ja gut. Okay, links ins Parkhaus. Machen wir. Hey, hör auf hier auszuparken! Also besser fahre ich in der Ego-Perspektive nicht unbedingt, aber es macht auf jeden Fall Bock.
motherfucker, you an idiot. So, Scheinwerfer haben wir angemacht. Ja, mein Auto hat ein bisschen was abbekommen. Okay, liegt an Ego-Perspektive. Dog move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Okay, das Problem ist so ein bisschen, dass wir Cops am Arsch haben. Wow! Was hab ich denn jetzt gemacht? Ego-Perspektive, Leute. Ego-Perspektive. Man sieht nicht so ganz, wo man langfährt. Ich wechsle mal eben auf die Außenansicht. Ist ja auch ganz geil. Wechsel damit direkt auf den Controller. Flüssig. Während ich noch die Tastatur in der Hand habe, wechsle ich einfach auf Controller. Und das geht. Ist kein Problem. Kann man easy wechseln. Und wir hauen ab. Ich bin halt Controller gewohnt, weil ich immer auf der PlayStation 3 gezockt habe. Wobei ich noch nicht weiß, wo auf dem Xbox-Controller alles liegt. Also ich habe ja immer mit der PlayStation 3 gespielt. Insofern spiele ich jetzt zum ersten Mal mit dem Xbox-Controller. Und klar, die meisten Sachen sind so wie auf der PlayStation 3 auch. Und liegen also an ähnlichen Stellen. Allerdings, ja, zum Beispiel die Spezialfähigkeit weiß ich nicht, wo die ist. Aber Stinkefinger kann ich schon mal zeigen. Das war auch gut. Warte mal. Wow, nein! Oh, shit, ich bin rausgesprungen. Shit, das war genau das, was ich nicht wollte. Nein, mein Auto fährt weg. Bleib hier, bleib hier. Shit, ich habe immer noch 2 Warnungssterne und da kommen Cops. Oh Gott, die fahren mich doch über den Haufen, oder? Gib mir mein Auto zurück. Okay, und tschüss, ich bin wieder weg. Viel Spaß euch noch, Jungs. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Fahr! Wir fahren einfach hier runter. Ciao. Ab in die Kanäle. Da kriegen sie mich nicht. Gut, dass ich mich inzwischen ein bisschen auskenne in GTA Online, GTA 5, dass ich mich da ein bisschen auskenne inzwischen. Das war ja damals auf der PlayStation 3 am Anfang nicht so. Jetzt weiß ich schon so ein bisschen, wo ich langfahren kann und wo nicht. Insofern, puh, ich glaube, wir sind so losgeworden. So, Handy geht auch. Genau, das geht so wie auf der Konsole auch. Radio geht hiermit, habe ich aber ausgestellt. Cabrio-Dach können wir damit zumachen. Okay, also ich muss nur ein bisschen schauen, wie es auf dem Xbox-Controller alles so läuft. Aber die Warnungssterne sollten jetzt gleich weg sein. Insofern, alles easy. Genau, hier kann ich die Charaktere dann später wechseln. Wie war denn das auf der PlayStation mit der Spezialfähigkeit? Stinkefinger zeigen war es jedenfalls nicht, aber das funktioniert. Da kann ich die Waffe wechseln. Da kann ich mich irgendwie ducken oder sowas. Und mit Y steige ich aus. Naja, okay. Also wie das mit der Spezialfähigkeit auf dem Xbox-Controller funktioniert, das weiß ich noch nicht. Aber das werde ich sicherlich noch herausfinden. Wir wollen jetzt jedenfalls das Auto noch zu Simeon bringen. Und es tut mir leid, aber zumindest in den ersten paar Parts des Let's Plays werde ich mir immer wieder Zeit nehmen, so ein bisschen auch mich umzuschauen. Weil alleine das mit dem Gras und sowas ist so viel detailreicher als auf der PlayStation. Und ich habe es halt noch nie gespielt, deswegen muss ich ein bisschen glotzen ab und zu. Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Meine Fresse! Und es ist inzwischen 10 nach 3 nachts und Annika Bentrüm, ich hoffe, die kann ein bisschen schlafen, während ich hier rage und zocke. Aber das ist das, wovon ich 2 Jahre lang geträumt habe, nachts. Feuchte Träume nachts von GTA 5 auf dem PC. So, jetzt sind wir gleich bei Simeon. Liefern dem noch das Auto hier ab und dann machen wir auch schon mal Schluss im ersten Part und sehen uns dann hoffentlich gleich im zweiten wieder. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Ja, das ist Simeons Autohaus. Franklin kann sich hier neue Missionen abholen, das wissen wir schon. Da flattert wieder der süße Kerl im Mint. Autos abgeliefert. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh?
money isn't an issue. This is the best part. Watch this. When he reel him in, he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy. So, und jetzt zieht er ihn richtig schön ab, weißt du? Die beiden machen jetzt eine Probefahrt. Und das Gute ist, dass wir ja inzwischen wissen, wer er ist. Michaels Boy. So, wir sollen jetzt in unser Auto einsteigen. Das machen wir natürlich. Können natürlich jederzeit auch wieder in die Ego-Perspektive wechseln und solche Sachen. Also, das finde ich mega gut, dass man erstens jederzeit wechseln kann zwischen Ego- und Third-Person-Perspektive und auch zwischen Maus und Tastatur und Controller. Also flüssig, ja? Und das sieht doch einfach nur schick aus. So, ich würde sagen, wir fahren links und ihn zurücksetzen. Oh mein Gott, der Sound ist ja richtig geil hier im Cockpit. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Alter, der Sound! Das ist ja richtig geil im Cockpit. Hört's euch an, ey. Oh yeah. So, ab in das Viertel vom guten Franklin und zu ihm nach Hause. So, dann parken wir mal hier. Oder sollen wir in der... Ja, komm, wir parken in der Garage, genau. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Alter. Oh, motherfucker. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. So, damit sind wir bei Franklin zu Hause, unaufgeräumt, wie eh und je. Hier können wir unseren Spielstand speichern, Klamotten wechseln und was man eben so macht zu Hause. Ja, ich würde sagen, damit sind wir auch mit dem ersten Part von GTA 5 auf dem PC schon fertig. Verzeiht mir meine Aufregung in den ersten paar Parts. Ich bin halt ein bisschen verliebt und gehypt. So ist das halt. The hype is real. Und das war's dann eigentlich auch schon für den ersten Part. Bestanden haben wir Franklin und Lamar. Joa, und jetzt stehen wir hier bei ihm zu Hause und es sieht einfach nur traumhaft aus. Ich freue mich auf das Projekt. Ich hoffe, ihr seid wieder fleißig mit dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten werden heute noch mehrere Parts online kommen, vielleicht 2, vielleicht 4, vielleicht 5, mal schauen, was ich so raushauen kann. Aber meine größte Sorge war ja, dass das Spiel vielleicht nicht hundertprozentig läuft. Es läuft butterweich auf Ultra mit 60 FPS. Das freut mich sehr und ich hoffe, euch freut das auch. Bis zum nächsten Part bei GTA 5 auf dem PC. Ich bin raus, euer Walle. Bye, bye.